kann dazu noch nichts sagen. Wir wissen noch nicht, ob es eine Finte ist oder so und inwieweit man uns belogen hat. Ja. Aber wir glauben jetzt bloß noch Sachen, die wir schriftlich in der Hand haben. Oder? Ja. Auf jeden Fall werden wir gewillt. Auf jeden Fall war diese Vergiftung auf Bestellung. Die Stadt hängt mit drin. Und Berlin und Wiesbaden. Selbstverständlich mit Grünbuch, Frau von Schwerin, alle Socken und Spital, sie macht gern. Wir werden jetzt mit Gewalt bewegt. Wir dürfen nicht los. Wir mussten trotzdem los. Es ist einfach zu gefährlich für uns. Wir haben riesigste Probleme. Wir erleben riesigen Lärmterror. Man wechselt oben andauernd die Mieter, damit jeder was macht. Natürlich macht keiner was. Wir haben immer noch keinen Namen oder so von allen im Haus. Damit wir richtig Angst aufmachen können. Alle sind hochkriminell. So wie uns ihnen das passiert, stürzen sie auf uns. Nicht anders. Sie sind hochkriminell. So, und das, was jetzt passiert ist, wurde eingeleitet und die Vergiftung kam deshalb, wir mussten davon noch nichts mehr leiden. So, das ist jetzt eine neue Situation und für jeden ein super Beweis. Unsere E-Mails werden abgelehnt vom ganzen Rathaus Frankfurt. Das haben wir so mitbekommen. Selbstverständlich werden wir uns jetzt dabei. Und gleichzeitig auch von diesem Wohnungsamt. Kopsch hat immer noch unseren Briefkastenschiff. Seit 2009 kämpfen wir nur um diesen drogensüchtigen, heroinsüchtigen Kopsch. Ne? Der uns einfach den Schlüssel nicht vorbeigebracht hat. Wie oft haben wir gewartet? Ne? So, überall stecken die Schlüssel nur bei uns. Ne? Jeder kann sich mit aller Ruhe abziehen. Ne? Schön, natürlich. Ja, und wir haben dann gleich gefragt, wo ist denn unser Schlüssel? Ah, ja, haben wir vergessen. Geht gar nicht, ne? Alle Briefkästen werden rangemacht, alle haben Schlüssel. Alles schön sauber verpackt, angeliefert von der Firma. So, also, man dreht weiter rum, man nimmt keine Mails entgegen von uns, es gibt keinerlei persönliche Kommunikation mehr, das ist vorbei. Also man will uns hinter der Hand wieder zu irgendwas nötigen, ne? So, das war sowieso auch nur ein Lockangebot mit dem Vormannschaftsgericht. Damals sollten wir darauf anfangen. So, heute müssen wir es machen. Wir kriegen keinerlei Wohnung, also möchte ich, dass man es da macht. Ne? So, und ich möchte auch nochmal sagen, Rathaus, Sie sehen sofort zu, dass wir ein Einsatzbüro kriegen. Es gibt keinerlei persönliche Kommunikation mit Ihnen. Ich weiß, was Sie können. Sie können nichts. Sie sind hier hochkriminell. So, die Alten sind alle da. Wir hätten keinen neuen Bürgermeister gebraucht. Und die dafür verantwortlich ist für uns hier, die hat sogar noch einen Professor da vorne. Es ist unglaublich, nochmal. Sie sind extrem dumm. Sie werden schön in eine Psychiatrie kommen, nichts anderes. Naja, die hat schon was hinterlassen, die Ruhe. So, die stecken da alle drin von Anfang an. Diese Vergiftung war auf Bestellung, dieser Unfallversuch vor 2 Monaten, 20 Tagen, glaube ich. Oder was, 120? Nee, 2 Monaten sind schon. Ne? Naja, die Zeit vergeht. Wir haben jeden Tag zu tun. Man ruht sich aus, man atmet das Zeug nicht ein. Nur wir dann. Nur wir sind dem Zeug ausgesetzt, so nach diesen Vergiftungen, nee, schon davor, nach den Vergiftungen, ne? Brechen unsere ganze Fingernägel ganz knarsch ab. Sollte jeder wissen. Wir hatten schon richtig schöne Fingernägel wieder, ne? Die unter uns zugeflogen. So toll sind die Vergiftungen wieder. Nee, ich möchte sie nicht zeigen. Sie haben es ja so schon mal gesehen, ne? Genau so ist es jetzt wieder. Ich glaube, Sie haben eher mal gesehen, dass ich schon ein bisschen Finger gegeben habe. Jetzt sind Sie sehr total weg. Und wachsen selbstverständlich auch nicht, weil das alles gestört ist. So, also, man ist weiter hochkriminell. Macht alles hinter vorgehaltener Hand und will uns jetzt zu irgendwelcher Gerichtsbarkeit zwingen. Das kann man voll vergessen. Wir kommen hier nichts nach. Man will uns hier nur einsperren und weg haben, nichts anderes. Man lebt hier nur von unserem Geld deutschlandweit. Alle wissen Bescheid. Tja, wir sind da auch nicht drauf gekommen. Wir haben nicht gedacht, dass man menschlich so unreif ist. Man wollte eiskalt diese Terrorsachen alles vertuschen. Nur damit diese Korruption hier nicht rauskommt. So, und wir haben es nicht gewusst. Und unsere Art ist wohl schon so eine Art wie Kopf.
uns auch noch genau überlegt, mit einer Gigante Christo Fabel, wo wir da waren, weil sie wieder mein Geld gekriegt haben. Der war schlechter, Jacobi. Und dann kamen dann noch so zwei andere Kerle in einer. Entschuldigung, Jakob hieß der. Ja, leider hieß der Jakob. So, der war total dünnhörig und schlecht. Der fragt jetzt nicht mal, wer wir sind, dann hatte. Er dachte an Kops, dass es eine Falle ist. Nichts anderes. Der hat total getan. Wir sind sofort reingekommen, die haben einen riesen Scheck gesehen. Danach nichts aber auch, danach hat Mascha Geld gekriegt. Ja. Die dachten, wir sind Polizeizivilfahnder oder so. Genauso mit Bärts und so. Wir haben uns total gewundert. Wir haben uns wundergewundert, wie großzügig die sind. Ne? 500 Euro haben wir gekriegt zu Anfang. Davon müssen wir uns aber alles kaufen. Ne? Handtuch, Pfanne, alles was man braucht. Ne? Marschsachen, alles. Wir hatten ja gar nichts. Ich meine, das ist nicht viel. Aber es reicht, das reicht uns. Ne? Und dann haben wir uns diese T-Shirts gekauft. Da sehen sie uns noch, da sitzen. Was für eine Erniedrigung und Demütigung. Danke für die Aufmerksamkeit.